Hallo, Freunde. Ja, so ist es. Willkommen bei Basecamp TV und ihr seht es schon im Hintergrund. Astragon. Und es fängt schon gut an. Das Spiel hat mich schon viele Nerven gekostet, denn, Leute, das ist kein Simulator da, wo man einfach losfahren kann, wie man lustig ist. Nee, man muss sich mit der Steuerung vertraut machen. Das hat mich sowas von angekotzt. Ich habe schon 15 Minuten aufgenommen und musste meinen Bus zurücksetzen und musste den ganzen Scheiß wieder von vorne anfangen. Aber Leute, wisst ihr was? Das ist mir scheißegal. Wir starten genau jetzt ein neues Spiel, denn es ist einfach nur so, ich habe lang keinen Simulator mehr gezockt und ihr seid da draußen doch immer Simulatoren geil, das weiß ich doch ganz genau. Und alle, die das nicht sind, die kennen meinen Kanal nicht. Richtig, abonnieren, Daumen hoch. Nee, ich hasse so Leute, die das die ganze Zeit sagen. Ganz ehrlich, gebt mir einen Daumen runter, wenn ihr einfach cool seid. Nee, auch nicht, auch nicht. Nee, auch nicht. Okay, sehe ich ein. Mal einen kleinen Daumen hoch. So, egal. Haben wir das auch geklärt? Da steht's, wie gesagt, schön im Hintergrund. Bus-Simulator 2012. Und wir starten schon als Fahrer. Gib hier deinen Namen ein. Toni. Wunderbar. Wir sind männlich, haben Geburtstag am. Oh, machen wir 24.12.2010. Wunderbar. Gehen wir auf weiter. Und das ist jetzt enorm wichtig, Leute. Entweder ihr merkt euch diese Kacknummer und das Passwort, oder ich nehme mein Handy zur Hand, mache einen Screenshot, wollte ich schon sagen, ein Foto, speichere das Ganze und gehe auf weiter. Und eins muss ich hier sagen, Leute, nehmt bloß Einsteiger. Wenn ihr das nicht nehmt, dann habt ihr total verkackt, es sei denn, ihr fahrt jeden Tag auf der Arbeit Bus. Bus, 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 Bus. Tutorial schließen. Ja, ich bin jetzt schon so gut im Busfahren, das glaubt ihr gar nicht. Also, wir haben hier eine Rundumsicht. Sexy, ja, mit Fenstern in der Fresse. Wunderbar, da vorne ist auch schon ein Mülleimer. Wenn man da lustig ist, kann man da reinkacken. Man kann es allerdings auch lassen. Und wir rennen jetzt einfach mal schnurstracks auf diesen sexy Schalter zu. Hui. Und da kommt eine Laterne. Und da laufen wir gegen. Ja, weil wir sind ja einfach ein bisschen behindert im Kopf, ne? Gut, aber Hauptsache, wir haben Anzug an. So, Garagentor öffnen mit Mausklick. So, ich bin Jesus, ich gehe nicht nur über Wasser, ich gehe auch durch Tore. Und ein Cheat, den habe ich mir jetzt schon angeguckt. Nein, das ist natürlich kein Cheat, aber wir haben hier so einen Bus, ne? Da sage ich einfach nur, da sage ich nur zu Bus, ne? Weil, keine Ahnung. Aber dass ich kein Feuerlöscher. Komm, wir nehmen ihn und schlagen die Scheiben ein. Ah, okay, das geht wohl nicht. Nein, wir gehen zum Werkstattplan und warten, bis da Fahrzeugauswahl steht und gehen auf. Gelenkbus. Eine kurze Ladezeit, wir drehen uns um. Ein Gelenkbus. Ja, weil wer wollte das schon nicht immer mal, ja, als Männertraum ein Gelenkbus. Hier sehen wir schon, bitte nach hinten durchgehen, alles klar, machen wir das doch. Und bitte hinten aussteigen, machen wir das doch auch. Ah ne, das geht ja gar nicht. Da fällt mir ein, wir sind der Busfahrer. Haha, drücken wir einfach C. Naja, können wir hier nicht, klasse. Walken wir erst wieder nach vorne, drücken C und sagen ab an Steuer. Wir sehen schon, ja, es ist für große Menschen gebaut, der Toni ist zu klein. Ja, können wir eigentlich wieder aussteigen und nach Hause gehen. Ne, machen wir natürlich nicht. Wir drücken, wie es an der Seite steht, P für die Zündung, kriegen eine hässliche Meldung und sagen einfach schließen. Beziehungsweise, man könnte den Button auch nennen, drauf scheißen, ist auch egal. Wir machen nämlich einfach die Bordspannung an. Und schon können wir unseren Sitz in der Höhe verstellen. Das geht rauf, das geht runter, das geht zurück. Ah ne, na, das ist zurück. Es geht nach vorne, das geht nach hinten, das geht da, das geht in alle Richtungen. Und ich sag einfach, wir gehen wieder was runter und sind glücklich. Machen F12 für Safe und drücken Enter. Und jetzt kommt was, das ist echt nicht ohne, wenn man es nicht begriffen hat. Denn wenn man die Nummer nicht gespeichert hat, wie es geschrieben wurde, hat man hier ein echtes Problem und kann direkt neu starten. Wir brauchen unsere Fahrernummer. 2546. Drücken auf Bestätigen. Und brauchen einen Sicherheitscode. Das war bei uns 8830 3. Alles klar, sagen Bestätigen. Und schon wird uns ein hässliches Fahrzielanzeigefenster spendiert. So, wir können ja auswählen zwischen Kaffeepause, Dienstpause, Fahrerpause, frohes neues Jahr. Das behindert. Werkstattfahrt, Ersatzschienen.
Ersatzverkehr. Sonderfahrt trifft es ganz gut. Merkt euch bitte 904. Ganz wichtig allerdings hier unten, das habe ich auch erst verpeilt im ersten Gameplay, liegt keine Dienstnummer vor. Gib 8 mal die 1 ein. Und da wir keinen Auftrag haben, müssen wir einfach ganz oft die 1 klicken und einfach bestätigen, weil wir sind einfach cool. So, wie war die Nummer? 904, ne? 904, bitte schlag mich, wenn es falsch ist. Es ist falsch. Na, es ist korrekt. Ja. Da sage ich nur eins zu Mathe. Das ist meine Stärke. So. Wir drücken wieder Enter. Sind in der Cockpit-Ansicht. Drücken P. Und warten, bis der Motor gestartet ist. Es ist sehr spannend. Wir sehen ja die Anzeigen. Wir können mal was näher rangehen. Wir haben hier auch viele Knöpfe. Warmlinkanlage. Wir können ASR ein- oder ausstellen. Ist es jetzt ein oder aus? Das ist jetzt... Weiß ich nicht. Ist mir royal. Lautsprecher außen, an, aus. Funksprechdingsarsch, ne? Alles. Lichtschalter. Licht kann man anmachen. Jawohl. Ich will aber zurück. Ach, können wir nicht wieder ausmachen. Ah, doch, mit Rechtsklick. Sehr elegant gelöst. Deckenbeleuchtung. Ach, wir können einfach alles. Aber wir starten ganz einfach den Motor. Und gehen hier auf Enter. Ne, nicht Enter. Nochmal Enter. Und jetzt fängt es tatsächlich an zu regnen. Ich könnte kotzen. Ja, ganz ehrlich. So, jetzt kommt das Spannendste an der Sache. Ersten Gang einlegen. Ah, ne, Betriebsbremse. Wie war das? Zwei Tasten, einfügen, Rücktasten. So, die haben wir gelöst. Jetzt legen wir den ersten Gang ein. Ach nein, das ging ja nicht. Wir müssen erst die Türe schließen. Genau, es ist zu realistisch. Wir gehen wieder auf Enter. Nochmal auf Enter. Können jetzt den ersten Gang einlegen und rollen schon rückwärts. Den ersten Gang bitte. Hallo, bremsen. Ja, jetzt den ersten Gang, also Automatik, das reicht mir schon. Und los geht's mit Gebrüll. Ablendlicht brauchen wir nicht. Wir fahren einfach mit Vollgas über den Hof. Können wir irgendwie die Kamera wechseln? Mit C natürlich, wer hätte es gedacht? So, wir... Ah, nee, da steigen wir ja aus. Ach du Kacke. Ach, der Bus fährt alleine. Ja, schön. Hallo. Gut, wir steigen mal wieder ein, ne? Ist vielleicht besser so. Alles klar, wie kann man denn die Kamera wechseln? Irgendwo da unten, ne? Ach, egal. Scheißen wir mal drauf. Wir bleiben in der Innenansicht, weil wir fahren realistisch und machen erstmal einen Drift. Ich liebe den Wendekreis von Bussen. So, jetzt mit Vollspeed 35 zurück in die Halle. Ne, das lass mal, weil sonst stuck ich wie beim letzten Gameplay. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich hier schon angefangen habe. So, eine Frage stelle ich mir dennoch. Können wir... tanken? Ah, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Vor allem Erdgas. Ich fahre doch nicht mit Erdgas, doch nicht mit meinem Bus. So, wir machen es also realistisch. Das Tor da vorne lassen wir natürlich auf, weil wir sind einfach zu cool. Weil wir können mal gerade, können mal versuchen, es zuzumachen. Ah, nee, wir sind wieder Jesus, auch mit dem Bus. So, also, wir sind ja eine Sonderfahrt. Das heißt, wir dürfen machen, was wir wollen. Und das ist natürlich äußerst gut für so ein Gameplay, weil da kann man einfach mal testen, wie denn so die Physik des Spiels ist. Und dafür fahren wir erstmal mit 35 km/h auf die Schranke und die rote Ampel zu und merken, die Schranke geht auf, auch wenn wir die voll erwischt hätten. Und die Ampel ist rot und da kommen jede Menge Autos. Aber das macht uns nicht... Ups, das macht uns anscheinend wohl was. Und zwar ein Auto unter den Rädern. Und upsala, ja. Vielleicht steigen wir gerade mal aus, ja... Und checken die Lage. Moment, ich muss erst die Tür aufmachen. Wir müssen gerade mal die Lage checken. Ach, Mist. Wie kann ich denn die Tür aufmachen? Gar nicht? Ja. Scheint hier eine Kollisionsabfrage zu geben. Ja, ich höre es. Da geht immer mehr kaputt. Ja. Was machen wir denn jetzt? Haltestellenbremse. Dann kann ich doch bestimmt die Tür aufmachen dann. Ja, oh, Toni, du bist so gut. Ja, Abfahrsperre ist mir doch egal. Ich will einfach nur die Lage checken. Wir stellen fest, die Lage ist wunderbar. Das Auto unter uns ist gewichen. Auf der anderen Seite, wie sieht es da aus? Nee, alles schön. Das heißt, wir brauchen keinen Nothammer und keine Sorge und keinen Kummer. Wir steigen wieder ein, schließen die Türe. Genau. Und haben jetzt wieder diese scheiß Bremse aktiviert. Ne, die Haltestellenbremse, ne? Ne, mit 9 und mit Haltestellenbremse. Und Enter und nochmal Enter.
Und schon geht es weiter auf der Straße. Aufpassen auf das Schild. Aber natürlich nicht auf Fußgänger. Auf die nehmen wir generell keine Rücksicht. Man könnte sagen, wir holen unsere Fahrgäste an Ort und Stelle ab. Wir kommen ihnen sozusagen ein Stück näher. Wie genau das ist, können wir jetzt mal feststellen, indem wir hier vorne die nette Dame einfach mal aufgabeln. Okay, scheint schon eingestiegen zu sein. Heute Gratisfahrt, braucht keine Tickets, kommt alle rein. Willkommen an Bord. Wunderbar. Ja, das scheint also schon mal sehr gut gelungen zu sein. Vielen Dank an Nvidia und Physics. Die machen uns hier ein tolles Bild. Aber wir sind natürlich nicht bei GTA. Das Spiel ist natürlich nicht ab 16 oder 18. Schon wieder stuck ich halb in der Ampel. Ja, das geht mir auch im echten Leben so. Über die Ampel habe ich mich schon immer aufgeregt. Ja, dass man da auch immer hängen bleibt. Ja, also unglaublich. So, da kommt auch schon ein Kollege. Und weil wir gerade grün bekommen, na, da ist der doch fast über rot gefahren, fahren wir den einfach mal hinterher. Der hat nämlich ein geiles, war wohl nix. Wie wäre es mit Rückwärtsgang? Benutze die Betriebsbremse. Fahrzeug muss stehen. Ja, steht doch, oder nicht? So, rückwärts. Und dann legen wir einfach mal hier schönen Rückwärtsgang hin. Und wir fallen um. Wunderbar. Kein Problem. Kein Problem. Fahren wir aber einfach wieder. Ja, ja, wir machen jetzt hier ein bisschen Schwenker zur Seite. Kein Ding. Egal. Wir legen einfach wieder, wenn wir irgendwann mal stehen, den Vorwärtsgang ein und fahren einfach weiter, ne? Ich würde sagen, macht ja nichts. In den Spiegel können wir leider nicht schauen. Das wäre ja auch zu überfordernd gewesen, ne? Um es auf den Punkt zu bringen. Und versuchen jetzt doch nochmal unseren Kollegen da vorne einzuholen. Denn wir sind generell einfach schneller. Ja? Wir sind effizienter, wir fahren besser. Ja. So, 30 km/h. Gut. Wenn meine Busse in der Stadt auch so langsam fahren würden, dann würde mich das ziemlich anpissen. Aber egal. Zumindest fahren die nicht über Rot, so wie ich hier. Und kriegen die Kurve meistens auch. Aber das haben wir jetzt auch geschafft. Und jetzt sehen wir hier schon Werbung für einen Simulator. Ach, es gibt doch nichts Schöneres als Ingame-Werbung für Simulatoren, oder? Da denkt man sich so, ha, jetzt spielst du einmal kein Scheißspiel und siehst nur Scheißspiele. Das hat doch was, ne? Hat doch was, alles klar. So, wir fahren mal hier vorbei. Was hast du denn auf der Seite stehen? Habe ich eben was gesehen, ne? Ups. Ach, das Gleiche. Ja. Egal. Wir fahren zum Bahnhof. Rote Ampeln, wie immer, vollkommen unrelevant. Und Blinker sowieso, ja, Ampeln teilweise auch. Also frei Schnauze, ob man die mitnimmt oder nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir hier die Fahrgäste reinlassen. Komm, wir halten mal vernünftig an der Seite an, wie das ein richtiger Busfahrer auch machen würde. Natürlich nicht vor der Laterne, sondern schön im Freien. Dann schalten wir die Haltestellenbremse ein. Ich weiß, dafür gibt es Schnelltasten, aber die kennt der Toni noch nicht. Dann machen wir mal alle drei Türen auf. Kinderwagen machen wir auch. Und bleibt offen, muss von Hand geschlossen werden. Och nee. Gut. Also alle Kinderwagen einsteigen. Wie bleibt offen? Ja, ist doch jetzt. Hallo. Blockier mich doch nicht, ich bin der Busfahrer. Mensch. Ist doch gar nicht offen. Was wollt ihr denn? Doch. Gehen wir wieder rein und versuchen mal loszufahren, wenn es denn möglich ist. Wir haben tatsächlich die Warnanlage automatisch an. Dann machen wir mal die Türen zu. Kinderwagen weg. Und, wir können es auch noch absenken. Sexy. Und wieder aufsenken. Oh nee, oder? Och nee. Oh, hätte ich das mal nicht gemacht. Egal, wir machen mal die Bremse aus und gucken einfach, ob wir fahren können. Nee, war natürlich klar, dass nicht. So, Busfahrerfreunde, wie machen wir das jetzt weg? Die Bremse haben wir aus. Mit Rechtsklick. Und wir rollen schon. Wunderbar. Nein, ich will gerne was sehen, wenn ich fahre. So, ich habe mir natürlich auch ein paar Tasten. Man kann ja nämlich eigentlich alles machen, was es gibt. Und wenn wir mal so einen Blick nach oben werfen, auf die Ampel, können wir auch einen Blick auf das Rollo werfen. Und weil gerade so viel Sonne ist, machen wir das einfach mal bis hier unten, damit wir noch weniger sehen. Das ist einfach cool. Was können wir denn noch so machen? Wir drücken mal 3. Da passiert irgendwas. Was weiß ich nicht genau. Aber ist ja auch vollkommen
egal. So, während der Fahrt kann man sich natürlich mal mit seinen Armaturen beschäftigen. Ist ja vollkommen egal. Ich lenke einfach mal so, was das Zeug hält hier. Wir drücken mal 4. Lüftung, Temperatur können wir noch aufdrehen. Luftverteiler machen wir. Ich weiß nicht, wo ich hinfahre. Gebläse machen wir. Volle Kanne an. Wunderbar. Oh, ups. Das hörte sich nicht so gut an, aber egal. Wir haben halt auch mit uns selber zu tun. Notaus gibt es auch noch. Aha, aha. Zündschloss. Können wir den Zündschlüssel drehen? Achtung, Motor läuft bereits. Ja, das weiß ich, aber wir sind gerade irgendwo gegengefahren. Was können wir denn noch? Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich höre die ganze Zeit nur Knallbumm-Tatütata und so. Wie kann das denn hier noch? Dachluken auf. Elektrische Anlage. Ja, ist untersagt. Halt die Fresse. Kaffee trinken. Das Wichtigste am Spiel funktioniert nicht. Es ist unglaublich. Gut, 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 gut. Das ist ja schon fast das Aus für den Simulator. Ich würde sagen, dann legen wir einfach noch einmal den Rückwärtsgang ein. Drehen hier mal eine flotte Runde aus der Böschung, wo wir auch immer gelandet sind. Und als krönender Abschluss würde ich sagen, bleiben wir auf dem Bordstein hängen. Nein, das war eigentlich nicht geplant. Wir ruckeln vor uns hin. Ja, 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 gut. 180 Grad Drehung. Bremsen, bremsen. Vorwärtsgang. Und wie gesagt, als krönender Abschluss blinkt da unten das Warnblinkanlagenteil. Haben wir die immer noch an, oder? Anscheinend. Das macht aber nichts. Nein, wir rammen dich nicht als grünen Abschluss. Wir werden schneller. Wir werden schneller. Noch schneller. Noch schneller. 40. 45. Und da kommt ein Bus schräg. Aber wir kriegen den wahrscheinlich nicht, weil da kommt ein Auto. Wie gesagt, als grünen Abschluss. Hier kommt er. Bäm. Jawoll. So. So begrüßen sich echte Kollegen beim Busfahren. Die küssen sich beim Fahren. Na du, was geht? Ja, ich bin heute früher am Ziel als du. Und als grüner Abschluss, vielleicht haben wir hier, vielleicht geht der Glas kaputt. Das will ich jetzt noch wissen. Nein, nein, Glas geht nicht kaputt. Ja, und an dieser Stelle ist mir das Spiel sowieso abgeschmiert, aber das macht ja nichts. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ich wollte sowieso gerade Tschüss sagen. Haut rein, der Toni.